Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Bottom Reaper, ihr seid bei Get to the Keyboard und das hier ist endlich wieder ein Warcraft 3 Replay. Diesmal auf der Map Wiesenwogen zwischen dem Undead Ente oder NT, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Vielleicht hat er einfach nur ja, sehr viel Tee getrunken. Was weiß ich, ist auch Wurst. Der Witz hat nicht funktioniert, wir gehen zum nächsten, oder? Und natürlich dem Nachtelf Rundan. Tja, beide auf der Map Wiesen wurden in einer Cross-Position gespawnt. Das heißt, es wird verdammt viel Action geben. Ich hoffe endlich mal auf ein gescheites Nachtelf gegen Undead. Wo der Undead mit Gargoyle spielt oder Nachtelf mit Dryads. Was aber nie passierte in letzter Zeit, weil es irgendwie nicht mehr in Anführungsstrichen in ist. Obwohl Strategie immer wieder hervorragend funktioniert hat, aber na gut. Auf jeden Fall beide sehr schön mit Manieren. GLHF, wenig Spam bis jetzt. Scheint doch gut zu sein, hier auch der Beobachter, let's watch the good game. Auf jeden Fall schon mal gute Voraussetzungen dafür, dass das Spiel geil wird. Wir sehen hier den Demon Hunter und hier wahrscheinlich den Death Knight, wenn ich mich komplett irren werde. Da kommt er auch sehr gut. Hier Grabmal der Relikte, es ist keine Fiends Build Order, es ist eine Ghouls Build Order. Wobei er höchstwahrscheinlich nicht so viele Ghoule mitnehmen wird, einfach nur ein paar um Holz zu hacken. Aber creepen wird er wahrscheinlich, indem er dem Nachtelf tierisch und lange und ausdauernd auf den Keks geht. Weißt du mal, wie das sehr gut ist? Funktioniert einfach frei. Nachtelf hier mit dem Ancient of War, creept den Spot. Danach hat er mehrere Möglichkeiten, er kann ihn entweder hierhin latschen lassen und hier ein bisschen creepen. Er kann aus dem Ancient of War weiterhin Bogenschützen pumpen. Normalerweise braucht man keine Hand, weil das relativ witzlos ist gegen einen Undead. Er könnte auch mit dem hier hingehen und hier diesen großen Spot creepen, um viel Risiko einzugehen. Dafür braucht er aber einiges an Armee und er muss auf jeden Fall wissen, wo der Death Knight ist. Also das ist eher was gegen andere Rassen-Strategie. Und wir sehen Slippers of Agility, sehr gutes Item für den. Sehr gutes Item. Ja, und ist jetzt bei anderthalb, während der Death Knight noch bei 0 ist. Hat sich allerdings Dust of Appearance geholt und verfolgt jetzt diesen einen Wisp. Wieso der hier lange neben dem steht, weiß ich auch nicht. Er kann den nicht angreifen. Er hat es zumindest gemacht, aber schön von Rundan sich hier versteckt. Da kann man nicht angegriffen werden, wenn das Model ein 2x2 Model war, das glaube ich. Ist auf jeden Fall so ein großes Model. Kann nicht angegriffen werden. Schöner Block mit dem Archer. Nice. Die kaputte Wegfindung von Warcraft 3 ein bisschen ausgenutzt. In StarCraft geht das ja nicht ganz so gut. Wo ist der Mana Burn? Ich warte immer noch drauf. Da hat zu viel Mana für meinen Geschmack. Oder er hat keinen Mana Burn geskillt. Das geht auch. Das geht auch. Aber es wäre eine blöde Idee, keinen Mana Burn zu skillen gegen Undead. Das ist eigentlich die Rasse, die am meisten auf Mana vertraut, was ihre Helden angeht. Aber na gut, muss er selbst wissen. Gerade ohne Experience, ohne irgendwas, nur mit einem Dust of Appearance und mit der Rod of Necromancy unterwegs. Dadurch kann er aus irgendeiner Leiche, die irgendwo liegt, zwei Skelette beschwören. Das ist gut. Hat gerade eine Backpfeife vom Baum kassiert. Da ist die Death Call. Nice, den einen wird erledigt. Schon mal ein bisschen XP bekommen. Tech auf Tier 2 wurde angefangen. Tech hier selbstverständlich auch. Der hier allerdings weiter, wie es halt selbstverständlich ist. Das ist vielleicht keine gute Idee, hier zu creepen, während der Death Knight hier Stress macht. Aber sehr schön, wie er die einzelnen Wisps hier hin und her schiebt. Das ist sehr gut. Bam! Schön detoniert und da ist der Mana Burn. Viel zu spät. Keine Ahnung, was sich Rundan gedacht hat. Aber gut, gut, gut. Der hat jetzt gar keinen Mana mehr. Schön den Death Knight ausgeweicht. Normalerweise kann man den Wisp detonieren und falls man das macht, während die Attacke fliegt, dann trifft die Attacke halt nicht. Das heißt, man hat sich selbst denied, wie man es in Dota oder ich würde jetzt fast sagen, in League of Legends sagen würde, aber denied geht ja nicht in League of Legends. Ich war jetzt schon gespannt auf die ganzen sehr intelligenten Leute, die das jetzt falsch verstanden haben und wie jetzt ein Hass Krieg zwischen Dota und League of Legends anfangen in den Kommentaren. Jungs, ihr seid echt die Besten. Nicht. Aber na gut, es muss auch sehr intelligente Leute geben auf der Welt. Von daher, ich weiß auch gerade wirklich nicht, was er das sich hier überlegt. Und es ist nicht gut, was er macht. Er hat ein extrem bescheidenes Early Game gehabt. Nur das natürlich ein bisschen zu creepen. Natürlich nicht das, worauf er ausgelegt ist, aber er kann nichts anderes machen. Der Knight hat ihm sehr gut sämtliche Möglichkeiten geklaut, die er hatte. Hat jetzt noch ein Circuit of Nobility bekommen. Also richtig geil. Der hier gerade mal eineinhalb im Level, während der Nachtelf hier 2 ist und er kurvt durch die Gegend. Nicht ganz sicher, was er macht beim Rumkurven, aber er kurvt auf jeden Fall rum.
scoutet, was gebaut wird. Eine Huntress Hall wird gebaut. Das ist gut für Upgrades und gut für einige andere Dinge, aber hauptsächlich für Upgrades. Ich denke nicht, dass er auf Hunts gehen wird. Oh, schön den Wisp bekommen. Da ist der Level 2. Nicht den Wisp, den Archer, das glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall Level 2 endlich. Hier ebenfalls Level 2. Hat hier auch irgendwas abgestaubt. Ich würde fast sagen, das war dieser Creepspot. Na, wo ist Mana Burn? Mana Burn? Mana Burn, nice. 38 Mana weniger. Das ist natürlich eine sehr böse Aktion, die man machen kann. Denn wenn der Death Knight kein Mana hat, dann kann er sich an seinem eigenen Shop auch kaum was kaufen. Außer die Potion of Clarity, glaube ich. Ja, Clarity Potion. Panda unterwegs. Sehr gut. Man weiß noch nicht so richtig, worauf der Undead gehen möchte. Man weiß noch nicht so richtig, worauf der Knight of gehen würde. Außer, dass er sein Ancient of War verliert. Das ist ganz doof. Geht jetzt allerdings weg mit seinem Demon Hunter. Einfach nur, um die Experience dem Panda bächen zu lassen. Hat auch schon einen großen Mana-Pot bekommen. Oh, das sollte er nicht. Das sollte er nicht tun. Sollte er nicht verlieren. Das ist... Na? Nice, die Hits. Und tatsächlich sind Gargus unterwegs. Bin ich jetzt gar nicht drauf eingegangen, was passiert. Aber großer Mana-Pot für Panda-Bärchen. Das ist gut. Gargus gegen Panda-Bärchen ist immer so eine Sache. Das ist eine ganz spannende Konfrontation. Deswegen liebe ich eben, wenn der Undead auf Gargus geht und danach auf Dryads und Panda-Bärchen. Denn, passt auf, jetzt zieht euch mal diese kranke Scheiße rein. Ihr seht, der Panda kann Feuerchen machen. Die Gargoyles sind dagegen ziemlich gut anfällig. Dazu kann der Panda zusätzlich noch Drunken Haze machen. Das heißt, er kann Alkohol auf die Gargos werfen. Im Gegensatz zu Menschen oder halt anderen Leuten, die es eigentlich lieben, in Alkohol gebadet zu werden, stehen die Gargos da nicht so drauf. Denn, wie ihr alle wisst, hochprozentiger Alkohol ist brennbar. Das heißt, man kann Alkohol auf die Gargos werfen und wenn man dann sein Feuerchen macht, dann bekommt man mehr Damage durch das Feuerchen. Was der Panda machen kann, da kann er Feuer spucken. Jetzt ist das Geile an diesem Matchup folgendes. Die Gargoyles können in eine Steinform gehen. Wenn sie in dieser Steinform sind, dann fallen sie zu Boden, werden automatisch versteinert. Wie halt Gargoyles aus der damaligen Serie auf Super RTL, die übrigens richtig geil war. Falls sich irgendwer daran erinnert, ihr seid einfach die coolsten Leute aller Zeiten. Und in dieser Steinform werden sie immun gegen Magie. Das heißt, der Night Elf muss ich jetzt überlegen, werfe ich zuerst meinen Alkohol auf D... Aber dann haben die zusätzlich Zeit, darauf zu reagieren und in Steinform zu gehen. Oder benutze ich nur Feuerchen. Und die Gargos müssen jederzeit auf einem Hotkey sein vom Undead, um möglichst schnell zu reagieren. Es ist voll fucked up und geil. Und ich bin jetzt gar nicht auf das eingegangen, was auf dem Bildschirm passiert. Aber ihr könnt selbst sehen, was auf dem Bildschirm passiert. Ich fand einfach nur diese Erklärung des Metagames viel spannender. Weil es verdammt interessant ist, zu wissen, worauf die Leute gehen. Es ist voll geil. Und überraschend ist, wir haben immer noch keinen Tier-2-Helden. Da fuck. Wo ist Lich? Auf jeden Fall ist geil, jetzt endlich die Gargoyles, nicht die Gargoyles, die Dryads, beide Piercing und Nackt und hier auch Heap und Nackt. Nackte Rüstung bekommt durch Piercing Damage zusätzlich Schaden. Heap macht das nicht. Früher haben die Gargoyles Piercing, da ist ja natürlich, ja. Entschuldigung. Die machen ja nur so viel Schaden bei Lufteinheiten, die haben beide Piercing und Nackt, habe ich ja gesagt. Das heißt, die machen sich beide zusätzlich extra Schaden. Ah, die eine Dryad könnte down gehen. Doch nicht. Oh, schön, die eigene Dryad denied, weil er Angst hatte von den Gargoyles. Das ist immer so eine Aktion, ne? Die Gargoyles sind fliegend, aber die Dryads haben dieses schleichende Gift und können denen sehr gut Damage machen. Das ist immer so eine Sache, ne? Man weiß nicht, soll man aus der Base rausgehen, soll man nicht aus der Base rausgehen, was soll man tun, wie soll man spielen. Das ist immer ganz spannend, was Metagame angeht. Richtig spannend. Auch wenn viele Leute sagen, dass das lame ist, so zu spielen, aber ich fand das extrem unterhaltsam. Ein sehr guter Freund von mir hatte mal Nachtelf gespielt und danach hat er Undead gelernt, als Second Race. Und was der mir da erzählt hat von Metagame-Aktionen, wie er denkt, worüber er nachdenkt, das war einfach so geil, so interessant. Na, wird er den Clown schön nochmal bekommen? Allerdings, na, der steht schön auf dem Item, das man nicht kriegen kann. Bekommt natürlich nochmal Resort Deck plus 9. Er hat es bekommen. Level 3 für den Death Knight. Level 3 für den Demon Hunter. Hier fällt einiges, denn er hat Hippogriffen am Start. Hippos sind eigentlich das, was Gargos sind, nur dass sie nicht noch nach unten angreifen können. Machen aber verstärkten Damage gegen fliegende Einheiten. Genauso wie Gargos auch. Das heißt, es ist so ein Duell. Aber durch Feuerchen ist es einfach viel besser.
Schaut einfach mal auf Supply. 43 Supply gegen 29 Supply. Keine Ahnung, was der Undead gefeiert hat. Aber ohne Licht war das einfach nur Fail. Also ich weiß nicht, was er probiert hat, aber ohne Licht zu spielen ist dumm. Einfach nur dumm. Dumm. Das wird euch auch jeder sagen können. Auch wenn man natürlich gegen die Dryads keine Frostnummer machen kann. Aber einfach die Tatsache, dass man Frostrüstung casten kann. Und dass man auf Helden Frostnummer machen kann. Macht das Ganze so viel besser. Und schaut euch diesen Diamant an. Das Ding ist ein Monstrum. Elchid of Wonder erst jetzt am Start. Das heißt, er hat noch gar keine Möglichkeit, sich einen Staff oder sowas zu kaufen. Trotzdem, der Undead wirklich dumm. Gerade wirklich am dumm spielen. Dumm am Spielen. 34 Supply zu 43 Supply. Der Undead pumpt, was er Zeug hält. Aber es könnte gleich zum Creepjack kommen. Es könnte zum Creepjack kommen. Er weiß, was abgeht. Und es sind die Hypos. Die kommt euch von innen an. Nur zwei Gargos. Gar keine Chance. Zum Glück sind diese Hypos relativ wertlos. Und dass man auf das Supply natürlich besser achten muss. Talisman der Vitalität. Schön geklaut. Und da ist der Death Knight in Bedrängnis. Der Death Knight zu Bedrängnis. Schön geblockt. Und da geht er down. Down geht der GG. Well played. Keine Chance. Keine Chance, GG. Durch eine Aktion mit Eis entschieden. Geiles, geiles Game. Ja, wie gesagt, die Hippos waren nicht das Problem. Das waren hier locker 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich weiß nicht mehr, wie viel Supply die kosten. Ich glaube 2, also 14 Supply, die relativ wertlos sind im Moment. Weil man mit denen nichts machen kann, außer Lufteinheiten angreifen. Die haben noch später ein Upgrade, dass man der Archer draufsetzen kann, aber der hat auch keine Archer, also. Es haben wirklich die Helden entschieden und dieser Diamanter ist ein Monstrum. Wenn man kein Licht hat, der das ein bisschen kontrollieren kann, wenn man ohne Licht spielt, ohne Frostrüstung und mit einem Deathmatch rumläuft, der halbe HP hat, dann kann es nichts werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Jungs. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.